Und ich habe wirklich in dem Moment nicht geglaubt, dass der mich verarscht. Und bitte sei mir nicht sauer, dass ich das jetzt erzähle. Ja gut, du hast schon viele Meter gemacht. Rondische City in der nice Combo. Rari, Rolls Royce oder Lambo. Drei Bitches plus Bennett im Bett, ein Quattro. Feuerstein, Cash, die Bitch, die Blanco. Ach, hallo? Nein, erstmal muss ich sagen, den CL600, den würde ich. Oh Mann. Liebe Autofreunde, ich bin Lena von Feuerstein Cars auf dem Weg zur Arbeit. Ich muss heute Bilder machen vom M6. Hinter der Kamera ist der fantastische, einzigartige, glatzköpfige, oft im Internet verschriene, aber auch geliebte David von Feuerstein Cars. Das bin ich. Ah, schön. Oh. Ja, vor allem, der fährt sich extrem. Also, wie kann man denn da einen 63er nehmen, habe ich mir gedacht. So, und jetzt sag mal was. Und jetzt sag mal was. Der hat richtig Schuh. Sag mal, hast du das gedacht gerade? Nee. Nee, ne? Ist er denn noch warm? Ich wollte den jetzt gar nicht. Nee, der ist nicht warm, aber das waren ja auch nur 1500 Touren. Nee, ich wollte nur fragen auf dem Weg, ob ich noch irgendwas zeigen soll. Nö, fahr einfach mal. Merkst du aber am Gaspedal, dass da was passiert? Du hast da gerade gar nicht mit gerechnet. Das passiert jedem. Das ist ja wirklich, das muss man mal sagen, das ist ja abnormal schnell, oder? Ja, aber ich fühle mich ein bisschen unwohl, weil MCL und Massage an, das ist schon kacke. Kannst du mir die mal anmachen, bitte? Ja, wir haben ja hier das Vorfacelift, das heißt für Pulsmodus. Langsam und stark mache ich. Ja, langsam und stark. So mögen das die Frauen. Sehr gut aus, gefällt mir sehr gut. Merkst du das exklusiv Lederinterieur? Ja. Was sagst du dazu? Ich wollte nämlich gerade sagen, das Leder sieht extrem gut aus, aber auch extrem matt. Also ja. Matt und nicht im Sinne von abgeschubbelt, sondern matt im Sinne von keine Fettfinger drauf. Und ich würde mal behaupten, da war der Interieur am Werk, oder? Ja, ja, wirklich, da war wirklich Interieur. Das sieht man wirklich, also das ist jetzt kein Witz, sonst hätte ich nicht gefragt. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Die ganze Rezension hier mal in die Videos einzuspielen, weil ich bin mir wirklich sicher, die Leute werden das extrem abhypen. Moin David, ich habe eben gerade das Auto fertig poliert mit Crescenzo. Wachs, halbe Stunde hat es ungefähr gedauert, problemlos, alles super gelaufen, der glänzt super. David, nicht dein Ernst, ne? Ich habe jetzt meinen Roller, meine Vespa behandelt mit Nano Norbert. Und das ist so glatt, da haften jetzt keine Mücken mehr dran. Meine Kumpels denken, der fährt nur noch 30 km/h. Ich muss sagen, euer Felgenreiniger ist echt brutal hammermäßig cool. Habt ihr auf den Felgen und auf den Lack gesprüht? Meine Felgen sind deutlich einfacher sauber und mein Lack bestens. Ist nur bestens weiter zu empfehlen. Also ich habe getan, was ich konnte. Ich habe schöne Bilder gemacht und wenn ich Pakete gepackt habe, habe ich immer Sticker reingelegt oder ein kleines Goodie und immer noch einen netten Text reingeschrieben. Leute, wenn ihr mal ein Paket von mir bekommen haben solltet, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch gefreut habt und ob alles heile angekommen ist. Mich mal sehr freuen. Ich habe da manchmal ganze Bücher reingeschrieben. Vielleicht haben wir dann so Qualitätsunterschiede zwischen den Paketen, die David gepackt hat und mir. Aber ich glaube, David, kleine Ausführung. Ich habe eine richtig hässliche Handschrift, Und Davids Handschrift kann man halt lesen. Dementsprechend schreibt er auch ein bisschen mehr, weil ich mir immer denke, Leute, die denken, ich habe einen Schlaganfall gehabt. Also deswegen. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht demnächst mal einen netten Text tippe und den dann unterschreibe, damit ihr nicht denkt, ich da steht ja danke, dass du eingekauft hast. Ja, ich weiß, aber das ist ja relativ unpersönlich. Ja, darum steht da jetzt auch danke, dass du eingekauft hast und dann schreibe ich drunter danke, dass du eingekauft hast. CL600, vom CL600 den M6 gleich. Der hat richtig Bums, ey. Denn das Geile ist, der fährt ja 2000 Touren und du fliegst die ganze Zeit mit 60, darf man gar nicht sagen. Ja, aber der hat was Ruhiges an sich, aber der hat trotzdem dieses, jetzt darfst du mir nicht auf den Finger hauen, aber wir hatten ja mal den E55 aus Japan. Und der hatte so eine bestimmte Art voranzugehen. Wenn du im Stand angefahren bist, hat er so mega gerissen. Und der hat irgendwie beides. Dieser hier ist so ruhig wie der 65er, aber der hat das bissige vom 55er. Super, super lustig. Und das werden die Leute auch bestätigen in den Kommentaren. Also das ist jetzt kein Scheiß. Weißt du, warum das so ist? Nee. Der 5,5 Liter ist natürlich der V8 AMG Motor. Ja. Aber durch den Kompressor hat der die Charakteristik. Der hat untenrum extrem viel Kraft durch den Kompressor. Also würdest du sagen, dass ich mittlerweile Ahnung habe, gefühlsmäßig? Erstmal finde ich das krass, dass du das noch weißt, wie der fährt. Ja, das habe ich nicht vergessen. Und zweitens finde ich sehr schön, dass du das verglichen hast. Und hier hast du ja einen V12. Ja. Das ist sowieso immer heftig. Ja, ja. Und dann hast du noch einen Biturbo. Das ist schon echt crazy. Ja, das ne? ist krass. Und das ist ein normales Auto mit 500 PS, 850 Newtonmeter. Was machst du hier um 8:30? Arbeiten. Hat alles geklappt? Ja, ich mache nur noch ein paar Stellen. M6, V10 kriegt Bilder, Felgen werden noch schwarz gemacht. Das ist doch nicht normal, oder? Das ist nicht normal. So, nimm mir Red Bull und komm mit. Okay. Dann auch nochmal von mir einen wunderschönen guten Tag, Autofreunde. Ich bin David von Feuerstein Cars. Die wunderschöne Lena, ganz kurz, ich weiß, du bist mega beschäftigt. Ja. Ja gut, du hast schon viele Meter gemacht mit dem Auto, ich weiß. Aber ja, ist immer wieder geil, oder? Ist halt noch ein Ei gewachsen, aber es ist halt ganz gut, dass ich noch den Sample-Pullover anhab. Der hängt da ja drüber. Sehr schön. Wir haben kein Reifenschwarz mehr, das heißt Kian macht jetzt die Reifen schwarz mit, kein Scherz, mit WD-40, Mann. Weil das Zeug ist leer und ist Improvisation, aber geht trotzdem ganz gut. Übrigens, was ich an dem Auto am geilsten finde, ist, seht ihr das vorne? Die roten,
Venturi-Hauben da. Ich mag den Vorbesitzer richtig, richtig gerne. Von dem würde ich immer wieder ein blinden Auto kaufen und das meine ich auch todernst. Der könnte mir sagen, David, ich habe ein Auto zu verkaufen und ich würde ihm das Geld überweisen. Also wirklich, das habe ich so noch nicht gehabt. Aber der Typ war wirklich der entspannteste. Ich sage euch jetzt was, pass auf. Das Auto hatte einen ABS-Fehler, als er ankam. Ja, auf dem Weg hierhin, der ist gefahren. Das ist circa 5 Stunden. Und bitte sei mir nicht sauer, dass ich das jetzt erzähle. War ja ab der Hälfte, ist dieser ABS-Fehler aufgetreten und wirklich, da zweifle ich nicht eine Sekunde dran, der ist wirklich erst dann aufgetreten. Sorry übrigens für die Hintergrundgeräusche. Und der Typ ist so pingelig und penibel, dass er sagt, David, hier ist ein Fehler aufgetreten, ich drehe jetzt um. Lass den Fehler erstmal heile machen. Ich sage, eine halbe Stunde später gucke ich auf mein Handy, der ist schon umgedreht. Ich sage, hallo? Nein, komm mit dem Fehler jetzt her. Ne? Und ich habe wirklich in dem Moment nicht geglaubt, dass der mich verarscht. Nicht eine Sekunde, weil so ist der nicht. So, dann kommt der hier hin. Das Video habt ihr gesehen, das spiele ich jetzt nochmal ein. Okay. Das war wirklich der erste Moment, wo wir uns gesehen haben. Oh, und kommt auf den Hof und wir reden und machen. Und wir haben natürlich vorverhandelt, weil er weit weg herkommt. Also ich mache das schon so. Ich mache natürlich vorher ein Angebot und handle vorher. Ich handle eigentlich vor Ort nicht mehr nach, das mache ich nicht. Außer das Fahrzeug entspricht nicht dem, was der Kunde gesagt hat. Das macht ihr als Kunden ja auch. Und dann hin und her, ich bin gefahren, alles total geil an dem Auto. Und ich sage euch, die Probefahrt, da hatte das Auto noch den ABS-Fehler. So, aber ich wusste, was das ist. Ne? Ich dachte, das wäre ein Sensor. Und bei der Verhandlung dann vor Ort hier, ging es dann gerade um das Geld. Dann ging es um diesen Fehler. Dann habe ich gesagt, pass auf. Ich glaube, dieser Sensor kostet 300 Euro. Und dann sagt er, nein, nein, da kommst du nicht mit hin, 500, 800 Euro. Und der ist mir wirklich 500 Euro runtergekommen noch. Dann habe ich den Fehler heile machen lassen und habe 150 bezahlt. Und wirklich alles an dem Auto ist jetzt perfekt. Das tat mir ein bisschen leid, habe ich ihm aber auch sofort gesagt. Ich habe ihm die Rechnung geschickt. Ich sagte, du, das hat nur 150 gekostet. Aber da werden wir uns schon einig, weil das ist ein Typ, den will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Und der ist bei mir immer herzlich willkommen. Da würde ich mich mega freuen, wenn wir uns da nochmal sehen. Und darum, also eine Hand wäscht die andere, alles gut. Gut, wir reden hier über 500 Euro oder Differenz von 350 Euro. Ich glaube, da fällt mir schon was ein. So, ansonsten, ja, dunkel getönte Rückleuchten, dunkel getönte Frontleuchten, die lasse ich euch jetzt erstmal dran. Wenn ihr sagt, ihr wollt, boah, die Rückleuchten sind auch nicht schlecht. Die sind auch nicht schlecht. Wenn ihr sagt, ihr wollt die abhaben, mache ich euch die einfach ab. Das Traurige ist natürlich, wenn ihr sagt, ihr wollt die dran haben und ich die abgemacht habe, dann sind die schon ab. Darum lasse ich die jetzt erstmal so, wie sie sind. Muss ich aber sagen, ist nicht legal, damit im Straßenverkehr rumzufahren. Das Auto hat wirklich keinen einzigen Mangel, ist so eingetragen und wirklich auch entgegen dem, was alle anderen sagen, zulässig im Straßenverkehr. Natürlich muss man sagen, das ist auch rechtens, wenn die dir einen serienmäßigen C63 oder einen Polo stilllegen, wenn du damit rauf und runter fährst, die Straße und Lärmbelästigung machst. Wenn du jetzt mit dem Ding mit offener Klappe in der Stadt, wo es mega halt, rumballerst, dann legen die den still. Das machen die aber mit dem serienmäßigen M6 auch schon. Immer so eine Frage dessen, wie man sich benimmt. Ich sag mal, wenn du knapp 10.000 Euro für eine Abgasanlage bezahlst, dann weißt du einfach, wo der Preis herkommt, weil die Jungs einfach eine Abgasanlage gebaut haben, die das halt in Maßen so hält und der hat nicht umsonst 116 Dezibel eingetragen. Das ist eine Masseneintragung, meine Freunde. Ich glaube, das ist nicht nur eine oder zwei Anlagen, die die verkauft haben. KKS ist eine Firma, die können richtig was und die sind ja auch renommiert. Selbst JP hat jetzt mit denen gearbeitet. So, ansonsten, wie gesagt, ist das Auto unfassbar geil. Ich bin jetzt die letzten Tage damit gefahren, wir sagen die letzten 3-4 Tage, 500 Kilometer, einfach um zu gucken, wie er fährt, wie das ist. Ich liebe dieses Auto, ich wollte ihn schon immer mal erfahren. Ich habe nicht viel Gas gegeben, ich bin einfach rumgegurkt. Mega geil, man kann den fahren mit 11 Liter, 10 Liter, man kann den auch fahren mit 15 Liter, schaltet mega geil. Mich stört das SMG überhaupt nicht und ist total die Alternative zum CL. Ist viel weniger gemütlich, obwohl er auch gemütlich ist, aber der CL kann einfach dieses Sänftenartige, was er natürlich nicht kann, weil er hat gar kein Luftfahrwerk. Und mit dem Getriebe ist es halt ein bisschen sportlicher. Das kann der CL halt nicht. Und das ist auf jeden Fall die sportlichere Variante. Und ich sag euch, da steigt ihr mit einem Grinsen aus. Das gibt's fast nirgendwo anders. Und soundmäßig, du, beim Ferrari hast du nicht viel mehr Spaß. Der CL, das ist so ein Auto, das chillt. Oh nein, du hast dich verschluckt. Hast dich verschluckt? Da setzt dich mit einer Jogginghose rein und hängst da ab. Und da nennst du es erstmal nicht Jogginghose, sondern Trainingsanzug. Aber du hängst auch richtig ab. Das macht die Autos so ein bisschen unterschiedlich. Schreibt mal in die Kommentare, welchen ihr besser findet oder welchen ihr nehmen würdet. Und was ihr zu meinem BMW M6 sagt und ob ihr den kaufen würdet. Die Felgen seien dahingestellt. Das ist individualisiert. Das
ist übrigens der erste Mattlackfolie, wo wir jetzt das Wachs drauf haben. War ein bisschen schwerer runterzukriegen, aber Kian sagt, das ist immer noch mega geil. Bei folierten Autos müsst ihr wissen, da kannst du Wachs eigentlich knicken. Weil wo soll das halten? Das ist ja eine Plastikfolie, ne? Aber da greift das, ist ein bisschen schwerer runterzumachen, aber immer noch mega, mega, mega dankbar. Und jetzt ist das Auto auch Vincenzo gewaxt. Mach mal vorsichtig, ja? Auf gar keinen Fall. Boah, sieht der jetzt gut aus, ey. Ja, mega, ne? Der sieht ja noch besser aus als vorher. Der fühlt sich richtig geil an. Der Jörg hat geregelt. Bis gleich. Bis gleich. Einfach nur geil. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Willst du was sagen zu unserem Shop? Paar mehr Bestellungen, als wir dachten, sind rausgegangen. Wir haben sogar schon ein Paket nach Österreich geschickt und eins nach Mallorca. Stimmt, ja. Ich habe mich übelst gefreut. Also Grüße nochmal an die beiden und Grüße generell an alle. Morgen sollte es soweit sein, dass alle eigentlich ihr Paket bekommen haben. Spätestens übermorgen. Solltet ihr unter den glücklichen Erstkäufern sein, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Da würde ich mich echt freuen. Und, eine Sache wollte ich noch sagen. Noch packen wir ja alle selber mit ganzer Liebe und versuchen eben noch was Nettes reinzutun oder vielleicht noch eine Kleinigkeit reinzuschreiben. Ja, ich bin irgendwie immer noch total überwältigt, weil wir haben ja das tagelang am Computer alles getestet und gemacht und probiert und jetzt ist es auf einmal so real geworden. Wir haben unsere eigenen Produkte und unsere eigenen Kartons und unser eigenes Paketband und ich bin gespannt, was kommt. Also sonntags machen wir jetzt immer einen Abholtag, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, euch mal persönlich kennenzulernen. Ich glaube, David ist auch schon ganz heiß, das hier alles in den Autos auszuprobieren und zu zeigen. Vielleicht will der ein oder andere ja auch sein eigenes Fahrzeug mitbringen und das dann zur Verfügung stellen. Ich glaube, das wäre auch cool. Dann habt ihr eine gratis Aufbereitung mit Premium-Produkten. Ja, das stimmt. Ich freue mich da echt drauf. Wie so ein Teleshopping-Guy, der da so steht, weißt du? Und dann so, ja, jetzt pass auf. Und dann stehen die alle so rum. Nein, und was gibt's noch oben drauf? Das Tuch gibt's oben drauf. Ich schwöre, das wäre mein Traum. Da habe ich mega Lust drauf. Das macht einen mega stolz. Ja. Und? Darf ich noch was sagen? Ich weiß, ich habe sowieso vergessen, was ich sagen wollte. Der Trockentorsten. Boah! Der Trockentorsten. Vielleicht kann ich euch mal eine Kleinigkeit einspielen. Bis zum 1. September sollte der da sein, also da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen, das Ding ist ultra Premium. Das war eigentlich das erste Produkt, was wir rausbringen wollten, aber die Verpackung hat uns nicht gefallen. Das war die Idee, ja. Ich sag mal so, die Verpackung ist fast genauso geil wie das Produkt. Ja, echt. Die Kappen sind unterwegs, die dürften auch langsam reinkommen und wir sind auch dabei, andere Produkte auszuprobieren, die auf unsere Bedürfnisse zuzuschneiden. Das heißt, schaut immer mal rein, ihr könnt auch auf der Seite ganz, ganz unten euch für den Newsletter anmelden. Das steht hier für Neuigkeiten eintragen und immer, wenn wir was Neues im Shop haben oder so, kriegt ihr eine Nachricht. So, keine Sorge, wir schicken uns nicht alle zwei Tage irgendwie was Nerviges, sondern nur, wenn wirklich was ist. Tragt euch da ein, das wäre echt richtig, richtig toll. Süße kleine Lena Maus, wir hatten Action, wir hatten Informationen, wir hatten Pflegeprodukte, Hundis und jetzt darfst du Tschüss sagen, aber bitte ein Stück nach da, vor unserem wunderschönen M6. Und jetzt möchte ich, dass du noch einmal Liebschüsse hast. Ich habe ja auch genug Werbung gemacht, aber das Ende eines YouTubers ist immer dasselbe. Also, wenn ihr es noch nicht schon getan habt, einmal bitte uns abonnieren und die... Das ist Weitwinkel, das ist. Okay, und die Glocke aktivieren, damit ihr auch Bescheid bekommt, wenn ein neues Video kommt. Gebt dem Ganzen Daumen hoch oder Daumen runter, Hauptsache ihr tut was für den Algorithmus. Vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen, vielleicht mal auf den Feuerstein-Shop zu schauen und auch Feuerstein-Shop auf Instagram zu folgen. Ihr könnt auch mir folgen, ihr findet mich unter Feuerstein Designs bei Instagram. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ciao. Ich bin exklusiv, yeah, wie du siehst, mach ich Money, Kurven wie ne Bad Bitch, Moves wie bei Honey, oh, Feuerstein Cars. Merk dir den Namen, denn in ein paar Jahren siehst du mich an dir vorbeifahren. Mit dem Finger raus und die Bitches sind mein Beifahrer. VIP Dresscodes, Karren sind auf Testo.